machst du denn da? Was machst du da, Emma? Warte mal. Zeig mal her. Nein, lass mich in Ruhe, es geht schon. Jetzt zeig mir doch mal deine Hände. Nein, ist alles gut. Geht mal auf Seite, bitte. Was ist hier los? Warum hast du Bademantel an? Was macht ihr denn hier? Emma, sprich mit mir. Hast du dir wehgetan? Warum hast du deine Sachen verbrannt? Was sind das für Sachen? Nö. Nee. Wie nö? Was sind das für Klamotten? Was verbrennst du hier? Zeig mal. Nein, das ist alles in Ordnung. Lass mich einfach in Ruhe. Ist nicht in Ordnung, Emma. Doch. Mann, was ist denn mit dir los? Schatz, lass doch mal sehen. Hast du dir wehgetan? Nein, ist alles gut. Ich bin seit einem Jahr sehr glücklich mit Marc zusammen. Und seit ein paar Monaten sind wir sogar zusammengezogen mit seinen Söhnen und mit meiner Tochter. Und alles ist wunderbar. Bis vor ein paar Wochen, wo Emma sich so gewandelt hat, wo sie patzig und motzig ist, Schule schwänzt. Ich würde so gern wissen, was ist. Hallo. Hallo. Ich bring das Zeug mal weg. Oh, was ist hier denn passiert? Tut mir leid. Ich bin auch gerade nach Hause gekommen und habe die Situation hier vorgefunden. Emma, die hat sich verbrannt. Ich will das nicht gucken. Du hast dich verletzt? Nein, alles gut. Also, Sie wissen, wer ich bin, ne? Tondera, wir hatten telefoniert. Ja, ne? Genau. Also, ich bin Johannes Tondera. Deine Mutter hat mich angerufen. Ja, weil wir mal ein bisschen sprechen wollten, ne? Und ich habe, glaube ich, gar nicht richtig gekommen. Was ist denn da passiert? Das sind Frauenklamotten, ne? Wir haben keine Ahnung, wer das ist. Ja, aber die sind verbrannt vor allem, ne? Frauenklamotten ist ja jetzt noch nichts Schlimmes, aber brennende Frauenklamotten, das ist ja ein bisschen komisch, Warum ne? Hast du einen Bademantel an? Hast du deine Sachen verbrannt? Nö. Oder sind das ihre Sachen? Das sind nicht meine Sachen. Emmas Mutter ist völlig ratlos, denn ihre Tochter verhält sich seit Wochen sehr auffällig. Doch für Familienhelfer Johannes Tondera ist schnell klar, hinter dem Verbrennen von Frauenkleidern steckt eine große Wut des Mädchens. Und der muss er jetzt auf die Spur kommen. Warum? Dann geht ihr aber jetzt kühlen. Ist ja gut. Okay. Ja, zeigen Sie mal. Emma war erstmal nicht zugänglich. Ich habe ihr angeboten, dass sie sich erstmal ausruht und eine Pause macht und dass wir uns später unterhalten. Das kann ich auch verstehen. Der Moment war sehr aufregend. Nachdem der Vater dann schnell weg war, weil er ein dienstliches Telefonat hatte, habe ich mich mit der Mutter unterhalten. Und die hat die Gelegenheit des Vier-Augen-Gesprächs genutzt, um auch mal mitzuteilen, dass sie sich Sorgen macht, dass sie vielleicht schon ein bisschen zu früh zusammengezogen sind. Ich habe auch... Ja, das heißt lange gehadert, also auch hin und viel hin und her für mich emotional, weil ich halt auch schon mal betrogen worden bin, hat eine ganz schlimme Beziehung hinter mir und Emma war auch stark verletzt, um das jetzt nochmal einzugehen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das vielleicht zu früh war, obwohl es eigentlich richtig toll war, aber es passieren hier, sie erleben es, ich krieg aus dem Kind nichts raus, ich bin mit den Nerven am Ende. Also ich fasse das mal kurz zusammen, nur damit ich das auch richtig verstanden habe, ne? Sie sind wie lange zusammen? Seit ungefähr einem Jahr. Seit einem Jahr zusammen. Ihr Mann hat auch zwei Kinder? Ja, zwei Jungs. Ne? Wie alt sind die? 15 und 17. Mhm. Und verstehen Sie sich gut mit der Emma? Die verstehen sich super gut. Also die Emma die ist so stolz darauf, zwei größere Brüder zu haben. Mhm. Und es ist eigentlich auch wirklich harmonisch zwischen uns allen. Ja, bisher, ne? Bisher, bis vor zwei, drei Wochen. Deswegen habe ich um Hilfe gebeten und dass sie da jetzt... Ja. Sachen verbrennt, das ist jetzt echt die Gründe, Abschluss. Aber haben Sie denn selber eine Idee, warum das sein könnte? Also jetzt noch nicht mal mit dem Verbrennen, sondern überhaupt, dass sich die Stimmung so geändert hat, ne? Also ich vermute, dass das vielleicht sein könnte, dass das zu früh war. Mhm. Ich mache mir Vorwürfe, dass es einfach zu früh war für Emma. Ja gut, aber wenn Sie jetzt schon ein Jahr lang zusammenwohnen und das ist jetzt seit ein paar Wochen, dann deutet das ja eigentlich nicht so darauf hin, ne? Was ist denn noch so Ihre Sorge? Gibt es noch größere Sorgen? Ja, sie schwänzt Schule, sie versteckt die Sachen von Marc. Ich verstehe nicht, warum es jetzt irgendwie so speziell auf Marc geht. Sie hat den Schlüssel auch und mit dem Handy im Kleiderschrank versteckt und ich habe das beim Aufräumen gefunden. Mhm. Sie streitet es ab. Ich habe Emma ja ein bisschen Zeit gelassen, um sich zu beruhigen. Das war natürlich eine aufregende Situation. Im Vier-Augen-Gespräch habe ich mir erhofft, dann mehrere oder neue Informationen zu bekommen. Ich habe da auch einiges erfahren und das war für mich auch erstmal erstaunlich. Na, wie geht's dir? Ach, na ja. Tut die Hand noch weh? Bisschen. Da habe ich gleich mal eine Frage zu, ne? Es gibt ja Leute... Die haben sich aus Versehen wehgetan und so, das ist ja ganz normal. Aber dann gibt es auch noch Leute, die machen das manchmal extra. Die halten mal eine Hand irgendwo hin, wo es weh tut und so.
War das bei dir auch so? Nein. Nein, okay. War nur eine Frage. Hätte ja sein können, ne? Und ich habe gerade unten mit deiner Mama gesprochen und die hat mir einiges schon erzählt. Zum Beispiel, wie du dich mit deinen neuen Brüdern verstehst. Kannst du mir da auch mal was zu sagen? Also, ich mag meine neuen Brüder. Ich verstehe mich mit denen ganz gut. Ach cool, das höre ich ja gerne, ne? Mhm. Und mit dem Marc, wie verstehst du dich da? Mit dem verstehe ich mich auch ganz gut. Mhm. Und hat sich da was verändert? Ja, seitdem wir eingezogen sind. Schwierig, ne? Das zu beschreiben. Emma war anfangs sehr verschlossen und wollte nicht so richtig mit der Sprache raus. Ich habe dann so einen kleinen Trick angewandt. Ich habe ihr Interesse gesehen. Sie hat da gerne diese Jonglierbälle, die sie von ihren Brüdern geschenkt bekommen haben. Und damit haben wir dann auch ein kleines Spiel gemacht und gleichzeitig, ich sag mal, eine Brücke gebaut. Weil wir gerade beim Thema waren, ne? Würde ich ja ganz gerne wissen, wie das früher war, also als ihr hier eingezogen seid und jetzt. Dann such doch mal drei gleiche Bälle aus für, wie heißen sie, Pascal? Tom und Marc. Ja. Ne? Und leg die erstmal rein und dann zwei für dich und deine Mama. So. Und jetzt stell dir doch mal so hin, wie das war, als ihr hier eingezogen seid, wie ihr euch so verstanden habt. Ob ihr ganz weit so euch nichts zu sagen hattet, dann wäre das ganz weit weg. Oder wenn ihr sofort gesagt habt, ach, wir haben uns eigentlich sofort verstanden, dann wäre das ganz nah dran. Okay, das ist eindeutig. Ja. Ne? Und dann auch noch durcheinander. Wie ist das jetzt? Wenn man die gleiche Frage stellen würde. Ist der ganz weg? Hm. Oder steht der noch so irgendwo? So ziemlich. Okay, wer ist das? Marc. Ach, das ist ja komisch, ne? Also vor einem Jahr habt ihr noch alle ganz eng beieinander gestanden und zueinander gehalten und jetzt ist er weiter weg. Kannst du mir auch erklären, warum? Ich habe da so eine Entdeckung gemacht. Möchtest du mir denn erzählen, was für eine Entdeckung? Hat das denn was damit zu tun, was du gemacht hast? Also zum Beispiel jetzt mit den Klamotten? Ja, schon ein bisschen. Also ich würde es ja schon erstens ganz gerne wissen, weil ich neugierig bin, ne? Und ich glaube auch, dass wenn man das in sich hineinfrisst, dann ist das auch nicht so gut. Ne? Wir haben ja geguckt, wie stehen die Familienmitglieder der Patchwork-Familie zueinander. Und nicht nur heute, sondern auch vor einiger Zeit schon hat sich da was verändert. Und es hatte sich tatsächlich erstaunlicherweise der Vater von dieser Familie entfernt und spielte eine besondere Rolle. Und welche, das war jetzt erstmal herauszufinden. Na gut. Ich glaube, dass Marc eine andere Freundin hat, dass er Mama betrügt. Ach, ehrlich? Wie kommst du denn da drauf? Als ich letzte Woche früher nach Hause gegangen bin, da habe ich eine Frau mit Blümchenkleid am Fenster gesehen. Okay. Und die kanntest du nicht? Nein. Und es war auch nicht Mama. Ihr hat auch das Kleid nicht gehört. Sie war auch arbeiten. Seit diesem Vorfall hat die 12-jährige Emma öfter die Schule geschwänzt, um ihren Stiefvater im Auge zu behalten. Außerdem hat sie Marcs Autoschlüssel und sein Handy versteckt, damit er mit der anderen Frau keinen Kontakt aufnehmen kann. Doch der Verdacht gegen den Freund der Mutter erhärtet sich. Was ist dir noch aufgefallen? Da oben ist ein Beweis. Das ist der Beweis, dass ich nicht blöd bin, dass ich mir das nicht einbilde. Was gucken Sie du mal da in der Schüssel. Okay. Meinst du hier diesen Ohrring? Ja, genau. Okay. Den habe ich letztens auf dem Wohnzimmertisch gefunden. Und der gehört nicht meiner Mama. Auch nicht mir. Bist du ganz sicher? Ja. Das ist ja echt ein starkes Stück, ne? Und die Klamotten? Was hat das damit zu tun? Als ich heute früher nach Hause gekommen bin, da habe ich Beweise für Marcs Untreue gesucht. Und dann habe ich im Keller eine Tüte voll mit Frauenklamotten gefunden, die auch nicht meiner Mutter gehört haben. Das ist ja schon heftig, ne? Die hat er bestimmt für diese blöde Kuh gekauft. Und dann, lass mich raten, dann warst du so wütend, dann hast du die genommen, hast sie in die Feuerschale gepackt und angezündet. Ja, und damit Mama sie nicht findet, weil ich habe doch eigentlich so Angst, dass ich die neue Familie verliere. Ich habe doch alle so lieb. Das glaube ich dir. Du weißt, wenn man solche Ängste hat und solche Probleme hat,
Was meinst du, was besser ist, wenn man das für sich behält oder wenn man mit den anderen darüber redet? Eigentlich mit den anderen darüber reden, aber ich kann es einfach nicht Mama sagen. Mhm. Ich möchte hier nicht ausziehen. Wenn man solche Gedanken im Kopf hat, ob der Vater fremd geht und so weiter, das macht natürlich was mit einem, das brodelt in einem. Und dass man dann auch aggressiv wird und das raus muss, zum Beispiel indem man dann die Klamotten verbrennt, das kann ich schon durchaus nachvollziehen.